Herzlich willkommen beim Wissenhof Expertentippen. Ich tippe heute, die 8. Spieltag. So, Köln gegen BVB. BVB hat nicht gut gespielt letztes Spiel, so, die werden versuchen natürlich das Spiel zu gewinnen, aber ich glaube, Köln ist gut drauf. So, die spielen 2 gegen 2. Frankfurt Union. Union ist sehr gut drauf. Aber ich glaube, oh, das wird eine schwierige Spiele. Auch unentschieden, glaube ich. Oder das ist zu Hause hier, oder? Auswärts. Das ist auswärts? Ja. So, ich spiele in Frankfurt, dann Frankfurt gewinnt. 2-1. FC Bayern gegen Leverkusen. Die Bayern, die brauchen Punkte jetzt. Die haben die letzten 3 Spiele unentschieden gespielt. So, die werden, glaube ich, gewinnen und 4-1. Schalke Augsburg. Okay, das ist ein schwieriges Spiel. Das machen wir. Schalke spielt zu Hause, dann gewinnen die auch 2-1. Hertha gegen Hoffenheim in Berlin. Interessant. Dann ist 1-2. Hoffenheim gewinnen. Leipzig ist sehr gut drauf. Die werden gewinnen. Auch so 4-0. Freiburg gegen Mainz. Das wird ein Unentschieden-Spiel. 2-2, glaube ich. Wolfsburg ist Stuttgart. Ja, Wolfsburg ist nicht so gut drauf momentan. Stuttgart ist auch gut, aber ich traue, dass Wolfsburg dieses Mal gewinnen wird. 2-1. Und ja, das wichtige Spiel für alle. Ich glaube, ja, die München Gladbach haben eine sehr gute Mannschaft. Werder spielt zu Hause. Ich hoffe, dass Werder gewinnt. Und es wird 3-2. Viele Tore in dem Spiel, aber am Ende gewinnt Werder. Bam! Und jetzt unterschreibe das. Bam. Und jetzt seid ihr dran.